Hoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Halo Combat Evolved. Ich habe vergessen, wo wir hier sind. Ich lasse mir nicht gefallen. Klar, überlebe einfach einen Kopfschuss. Ich glaube nämlich, die waren ganz schön stark und die Waffe hat, also die Waffe hier, der Needler hat nichts gegen die gebracht, so wirklich. Und ja, wir haben es den anderen Tag, es ist nicht mehr so warm und meine Konzentration ist hoffentlich noch nicht komplett aufgebraucht, obwohl es nach der Arbeit ist. Aber mal gucken, ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich glaube, bis hierhin sind wir schon mal gelaufen. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, Gott. Ich höre Geräusche, die mir nicht gefallen. Erstmal random in die Luft schlagen. Klar, Junge. Wies. Oh shit. Klar. Geil. Ist vor allen Dingen besonders schön, wenn man gar keine Munition hat, dass dann so viele Gegner da kommen. Ich muss mal kurz mein Headset ein bisschen drehen, damit es ein bisschen nass auf mein Öhrchen wird. Dann muss ich leider meine linke Hand wegnehmen, weil das jetzt halt links den Schalter. Ich habe ja Glück und... Na klar, ne, ich treffe mal beide mal nicht, weil ich dumm bin. Geil. Vielleicht einfach Flucht nach vorne. Oh, perfekt. Ich glaube, Flucht nach vorne ist recht effektiv hier sogar. Nur wenn ich mich irgendwie festlaufe mal wieder, dann kann sie nämlich ziemlich schnell festlaufen. Klar. Sterbe ich einfach. Irgendwie. Ich glaube, die Musik ist extrem leise jetzt. Also, ich höre zwar so ein... Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich höre zwar was. Bleib mal ruhig weg, Freund. Ich weiß noch nicht, wieso der eine Schuss so ganz komisch weggeflogen ist. Beruhig doch mal, ihr kleinen Mistviecher. Gott, ey. So. Jetzt erstmal Ruhe. Erstmal mich nachladen lassen, erstmal mich gucken lassen, erstmal gucken, was hier los ist. Wo ist der zweite von denen? Da ist er. So. Der erste ist hinter sich, das heißt, wir müssen nur den irgendwie töten. Und ich muss gucken, ob ich noch irgendwo Munition finde. Ich glaube schon, dass da noch welche ist. Nope. Das lief nicht so erfolgreich, aber gut. Da unten wollte ich noch eine Munition sammeln für die Waffe hier. Hoffe ich, ja. Ist zwar nicht so viel Schuss, wie ich erwartet habe, aber besser als nichts. Gibt es noch was anderes Interessantes? Scheint gerade nicht so. Habt ihr noch Granaten für mich oder habe ich alles weggesprengt aus Versehen? Vermutlich alles weggesprengt. Dann gucken wir hier lang. Wenn ich eine Superwaffe hätte. Analyse. Das muss der Kontrollmodul. Raffiniert. Das ist der Kontrollmodul. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn Sie mich darauf schaffen, dürften wir ankommen. Tschüss. Och nö.
Okay, da ist ein Panzer. Ich glaube, wir sind jetzt unten. Ne, wir sind hier oben, wo wir vorher unten waren. Och nö, nicht noch einer. Einfach hoffen, dass wir nicht sterben. Gucken, was passiert. Ich glaube, die Kapuzenmann war... Och nö, was ist denn das für eine Scheiße? Klar, er tötet mich direkt. Also ich weiß auch echt nicht manchmal, was das Spiel sich denkt. Jo, also tausende Gegner, das ist bestimmt ein schöner Spaß. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn Sie mich darauf schaffen, dürfen wir reinkommen. Ach nö. Ach, ich wollte ihn gerade noch töten, bevor er einsteigt. Ich wollte gucken, ob ich das Ding klauen kann, aber die Gegner sind einfach... Weiß ich nicht. Ich will halt meine Snipe-Munition nicht verschwenden und die Viecher mit meiner Sturmgewehr zu töten, ist halt echt scheiße. Weil die halt ihre Schilder haben. Okay, gut. Der Totem hier war direkt. Also ich verstehe echt nicht manchmal, was so manche Schwierigkeiten gerade von mir wollen. Oh Gott, und dann Ding hier. Hitboxen nicht richtig funktionieren. Ich glaube, ich versuche es einfach nochmal und dann pause ich mal kurz und guck mal, ob ich es schaffe. So, da sind wir wieder. Ein Versuch habe ich noch gebraucht. Hier sind irgendwie zwei andere gespawnt. Also es ist auch irgendwie random was spawnt, je nachdem. Okay, wir können mit der Battery fliegen, perfekt. Ich habe leider keine Ahnung, wie das Ding zu fliegen geht, wenn ich ehrlich bin. Ich will einfach nur Gas geben. Und ich weiß halt nicht, wo wir hin sollen, ne? Ich tippe mal nicht hier hin. Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht, schade. Ich dachte, wir sind hier unten über dem Ding, wo wir reingekommen sind. Weil wir so einen Panzer stehen lassen, aber das ist anscheinend was komplett anderes. Was im Kontrollraum hat sie gesagt. Machen wir denn überhaupt Schaden? Gefühlt wirkt das nicht so. Autoalarm. Warum wird das schon wieder resettet, ey? Ich verstehe es nicht. Lieber mal schnell weg hier, sonst tötet er mich gleich noch. Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Ich fliege aber mal nach hier oben, gucken, ob das Richtige ist vielleicht. Ah, hier hoch noch, zack. Wer weiß, Kontrollpunkt abgeschlossen. Klingt schon mal gut. Aber das ist zu, ne? Hier kann ich es halt aufmachen. Wenn es so ist, dann ist es natürlich cool. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irgendwie durchgeglitscht habe. Alter, also ganz ehrlich, was soll diese Scheiße? Also das war doch jetzt gerade ein richtig schöner Bug oder Glitch. Jetzt durch die Wand Dings, ich konnte ihn wahrscheinlich gar nicht treffen, richtig? Okay. Rot, nice.
So, hier ist noch eine Granate, nice. Hier theoretisch die Banshee wieder nehmen können, hier reinfliegen können. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Müssen wir mal ausprobieren. Kontrollpunkt haben wir sowieso. Wie habe ich gelesen, man kann keine Banshee fliegen, aber ich glaube, das stimmt gar nicht, weil wir einen fliegen. Ich kann erstmal die Phantom oder so nicht fliegen kann oder irgendwas anderes, oder? Aber gut, wenn wir das machen können, wieso nicht? Ich meine, wenn es funktioniert, dann ist es ja auch nicht schlecht, das zu benutzen. Ja, wir müssen jetzt das hier aufmachen, oder? Auch nur ernsthaft? Alle in der Nähe befindlichen Soldaten der Allianz wurden eliminiert. Weiter zum Kontrollzentrum. Okay, alle sind eliminiert worden. Auch nicht schlecht. Okay. Da steht mein Banshee sogar wirklich. Das ist nett. Halos Kontrollzentrum. Ist das jetzt gut? Ich hoffe, ich kann gleich entspannt hier einfach weg, ohne dass ich 1000 Stunden jetzt gegen irgendwelche Panzer kämpfen muss, die mich die ganze Zeit im Hintergrund noch beschießen. Was man hört. Ich bin tatsächlich noch nicht so überzeugt von dem Spiel. Also der Anfang fand ich gar nicht so schlimm, aber mittlerweile sind einfach so, hey, wir schmeißen dich mit Gegnern zu, die einfach voll scheiße zu bekämpfen sind. Viel Spaß. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay. War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Ja, ein Knüppel hat eine Form. Das ist der einzige Unterschied wahrscheinlich. Die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, das kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Was? Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Jeez, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist. Okay. Gut. 343 Guilty Spark. So, ich sehe noch die Entwickler 343 Studios. Original ist das natürlich von Bungie. Die haben das bis... Müsste ich lügen? Halo 4 glaube ich schon nicht mehr. Also Halo Reach haben wir jetzt gemacht. Ja, danke für nichts. Das sieht schön aus mit dem Wald hier. Wo seid ihr denn? Okay, die haben anscheinend Angst vor irgendwas. Tag, die Herren. Kann ich ihnen helfen? Tag, die Herren. Kann ich helfen? Aber unhöflich, mich anzuschießen, wenn ich nur freundlich die Hand schüttle. Bist du was Besonderes? Ne, du glänzt nur wegen welchen Reflektionen auf deiner Oberfläche. Schade. Das wäre ein cooler... Weiß ich nicht. Das sind einfach so unfaire Gegner. Die laden einmal ihren Scheiß auf, du siehst es nicht, dann ist sofort dein Schild weg und dann können sie dich ungestraft töten praktisch. Man kann meistens klar noch in die Deckung gehen, aber in meinem Fall beispielsweise gerade nicht. Da ist einfach zack tot. Hier Pistole, nice. Dann können wir vielleicht mal effektiv noch was ausschalten.
An dem Geschütz scheint niemand zu sein. Wir können da runterfallen, glaube ich. Aber ich glaube, ich gehe erstmal den höheren Weg. Okay, ich höre welche Stimmen. Hier kamen Schüsse raus, ich glaube von unseren Marines. Hier scheint niemand zu sein, aber ich habe hier definitiv Schüsse rausgesehen. Ach, du lebst ja noch. Du lebst ja immer noch. Der ist tot. Dann haben wir noch einen von den Schakalen. Haarscharf bekommen. Schön auf den Kopf gehauen. Eben auch. Ich weiß nicht, wir gehen einfach mal da rein. Warum nicht? Könnte ja was Cooles drin sein, aber es kann doch sein, dass wir gleich sterben. Sterben natürlich nicht so gut. Ich weiß gar nicht, was das hier für Dinger sind. Sind das welche Drop Pots oder so? Warum sind die hier schon reingelegt? Okay, ich weiß nicht, ob ich hier hin soll. Ich habe den Captain jedenfalls nicht gesehen. Aber ich kann es aktivieren. Schon mal gesagt, dass ich diese Gegner hasse mit ihren Schildern? Ich hoffe doch, weil ich sie sehr hasse. Okay, du bist nicht benutzbar. Schade. Erstmal nachladen. Geht's hier rund? Ja, aber keine Treppe. Ich hätte gerne eine Treppe, dass ich nach oben gehen kann, wenn ich Bedarf dazu hätte. Ah, gibt's anscheinend nicht. Danke für nichts. Dann einfach runterspringen und hoffen, dass wir nicht sterben und nicht wieder hoch müssen. Du bist zu. Da ist einer von unseren Jungs anscheinend. Da ist endlich mal wieder HP. Hätte ich auch nicht mehr länger rauszögern hätten wollen. Nicht so viel schießen, wenn du tot bist. Das ist nicht gut für die Munitionsvorräte deiner Freunde. Au. Klar. So. Auch tot. Weiter geht's. Was haben wir hier? Einfach mal raufstellen, gucken, was passiert. Nichts. Okay, war zu erwarten. Weil ich glaube, wir hatten im Spiel noch keine Platten, die wir auslösen mussten mit unserem Gewicht. Das heißt, werden vermutlich auch keine mehr kommen. Okay, den habe ich anscheinend schon zerfetzt. Okay, oder das waren unsere Jungs, das könnte natürlich auch sein. Was macht die hier denn? Ich meine, das ist eine ganz komische Stimmung hier. Weil eigentlich erwartet man, dass hier überall Gegner rumwuseln, so wie immer, und hier ist einfach nichts. Also, bis auf die paar Grüppchen da. Beruhigt. Ich werde keiner von euch. Lieber sterbe ich. Sucht euch ein anderes Versteck. Die Biester sind überall.
Stellt euch tot! Fahr nicht immer! Komm, schnell! Ich werde die Linde gestoppt! Beruhig dich! Ich bin schon gar nicht mehr da. Hoffe so rumzuschreien. Okay, anscheinend passiert irgendwas, was uns nicht so gefallen sollte. Sie sind alle weg. Ja, das glaube ich dir, mein Freund. Ich sehe gerade, dass der Part vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.